Hallo und willkommen zurück zum Let's Play von Risen 2. In der letzten Folge haben wir hier den Turm gesprengt und haben auch vorher schon Hawkins befreit. Ich möchte jetzt eigentlich gerne mal mit Hawkins sprechen, weil der doch irgendwo jetzt in Sicherheit sein soll. Er ist ja, hat er gesagt, er springt über die Mauer und rettet sich in eine kleine Höhle vor der Stadt. Das heißt, wir sprechen jetzt mal mit ihm. Das müsste gleich hier irgendwo auf linker Hand sein. Einfach durch das Eingangstor hinaus und hier unten irgendwo müsste die Höhle sein. Wie gesagt, da steht er. Das ist gar keine Höhle. Okay, ich dachte, das ist eine Höhle. Naja, was soll's. So, Hawkins, erzähl mal. Na, wie geht's? Bis jetzt tut sich nichts. Ich warte noch ab. Alles klar, bist ein Grog. Willst du ein Grog? Klar doch. Du bist in Ordnung. Bringt mir zwar nichts, aber der Mann sieht durstig aus, oder? Hier ist übrigens wirklich eine Höhle. Aber wozu war die Höhle dann gut, wenn der nicht hier reinrennt? Schauen wir doch einfach mal nach. Was soll's. Können wir ja eigentlich nichts falsch machen, oder? Also wir könnten durchaus sterben. Oder wir gehen einfach baden. Ah, nee, nicht schon wieder Ghule, ey. Ernsthaft. Ich hasse diese Teile. Komm schon, schlag zu. Manchmal klappt das irgendwie nicht. So, richtig zuzuschlagen. Ich wollte gerade sagen, manchmal klappt das nicht, dass ich, während ich blocke, die linke Maustaste dann nutze, um halt zuzuschlagen. Weil der halt irgendwie manchmal da abbricht. Ich weiß nicht so recht warum. Was ist denn das? Ist das irgendwie ein Tier? Ach nee, ist bloß ein Ast. Okay. Sah aus wie irgendwie eine Eidechse oder irgend sowas unter Wasser. Und ich dachte so, hä, wann können die denn unter Wasser atmen? Na gut, es gibt bestimmt auch irgendwelche Wasserwesen, die so eidechsenförmig aussehen und da auch entsprechend lange die Luft anhalten können oder atmen oder was auch immer. Ja, ich schweife schon wieder ab. Wir haben jetzt mal ein paar Goldbrocken hier abgesahnt. Ich weiß gerade echt nicht, ob ich überhaupt jetzt hier in die Höhle muss, aber ich habe da auch irgendwo einen Forscherdrang, den Abenteurerdrang und möchte hier gern, was ist denn das, nachsehen, was man hier so finden kann. Das sieht ein bisschen aus wie so Voodoo-Zeugs, oder so Voodoo-Altar oder irgendwas in der Richtung. Es scheinen zumindest keine sehr starken Gegner mehr zu sein. Die Ratten würde ich jetzt nicht unbedingt als Gegner bezeichnen, mehr als Ungeziefer. Und ja, ne, also BAM! Die können wir natürlich trotzdem richtig eins auf die Mütze geben, einfach weil es Spaß macht. Und weil wir nichts Besseres zu tun haben, aber sonst ist hier nichts. Das ist tatsächlich ein Voodoo-Altar. Voodoo-Altar. Ein Voodoo-Altar. Ein Altar natürlich. So, also zurück in die Stadt und ich würde doch gerne mal kurz einen kleinen Plausch mit Kommandant Sebastiano führen. Der wird mit Sicherheit nicht ganz so entzückt darüber sein, dass Hawkins geflohen ist. Und ich habe auch keine Ahnung, wie das passieren konnte. Eigentlich war Hawkins ständig unter Beobachtung. Wie hat er das nur geschafft, da zu fliehen? Ne? Direkt unter der Nase der Inquisition. Da hat wohl jemand seinen Job nicht richtig gemacht. Naja, wir sind es nicht gewesen. Wir gehören eh nicht zur Inquisition. Wir sind Pirat. Und von daher könnten wir eigentlich, ja, nichts damit zu tun haben. Also eigentlich können wir gerade was damit zu tun haben, denn wir sind Pirat und er ist Pirat und Piraten halten zusammen. Außer sie sind verfeindete Piraten, dann mögen die sich nicht so und halten nicht so zusammen. Aber er ist ein Smoothie und Piraten mögen essen und ich mag essen. Und deswegen habe ich den guten Smoothie auch befreit. Ja, was für eine logische Schlussfolgerung. Ja, ich muss ja irgendwelchen Müll von mir geben, solange ich hier die ganze Zeit noch sinnlos durch die Städte laufe. Also Sebastiano, erzähl mal. Ich speichere nochmal, wer weiß, was ist hier passiert. Hawkins, der Mistkerl ist abgehauen. Was? Und das hat er nicht alleine geschafft. Nein, er hatte Hilfe. Na sowas. Keine Sorge, wir werden den Kerl schon finden. Al-Ghazar. Ich habe Al-Ghazar mit der Untersuchung beauftragt. Hier wollte ich doch eh noch sprechen. Na, dann ist dieser Fall ja schon so gut wie aufgeklärt. Genau. Es ist nur eine Frage der Zeit. Wir wollten eigentlich mal noch mit dem Typ sprechen, der an dem zweiten Tor Wache hält. Wo ist denn Al-Ghazar überhaupt? Ach, da steht da, direkt vor dem Eingang von diesem Teil. Hallo, Kollege. Was war das? Wer hat die Kanone abgefeuert? Warst du das? Das war nur Ablenkung. Was denn? Ich? Warum sollte ich das tun? Hawkins ist geflohen. Du warst das. Du hast die Kanone abgefeuert. Immer langsam. Das ist eine ganz schön harte Anschuldigung. Mach nur weiter so. Irgendwann kriege ich dich und dann bist du dran, das schwöre ich dir. Tja, einfach immer richtig schön die Ohren voll lügen den Leuten und dann, na, was soll's. Können die mich auch nicht überführen. Man muss nur sicher sein, man muss überzeugend sein. Haben wir ja alles schon gelernt in diesem Spiel. Und dann passiert auch nichts. So, mit Aguilar wollten wir noch reden, genau. Hey, du. Hey, ich. Venturo. Ich muss Venturo finden. Ehrlich? Oh Mann, da hast du ja ein schönes Stück Weg vor dir. Er soll sich beim großen Tempel rumtreiben.
Und den musst du erstmal finden. Wenn du dich nicht komplett verlaufen willst, gehst du zu Torres. Geh hier raus und folge dem Weg, bis du zur Kreuzung kommst. Wenn du dann noch ein Stück weiter geradeaus gehst, kommst du zum Turm. Torres. Da findest du Torres. Der kann dir mehr Torres sagen. Und bleib auf dem Weg, sonst bist du ganz schnell Futter für die Würmer. Ich also nicht von dem Wurm abmurksen. Was ist mit dir los? Was gibt's denn hier Schönes? Eine Blutwurzel. Ich glaube nicht, dass wir die nochmal für irgendeinen Quest brauchen, denn die Bloody Mary haben wir jetzt ja eh schon. Das Rezept dafür zumindest. Ach, Moment. Wir könnten ja eigentlich die Bloody Mary dann selber herstellen. Dazu müssten wir allerdings Schnäpse brauen lernen. Ah, das kostet wieder einen Haufen Kohle, die ich momentan nicht ausgeben will. Also tun wir mal so, als brauchen wir die nicht. Ich weiß auch gar nicht, was die Bloody Mary so richtig bewirkt. Aber ich weiß allerdings, was mein Schwert gegen diesen Krallenaffe hier bewirkt. Nämlich Tod und Verderben. Oh yeah. So, ja, ich bin halt mal ein bisschen fitter als die letzten Male, als ich aufgenommen habe. Ich weiß nicht, vielleicht merkt man es sogar. Ich war zuletzt echt ein bisschen müde, ey. Keine Ahnung warum, aber was soll's. Heute bin ich fit. Yay. Komm mal her, du Kollege hier. Oh, bam. Und das war's schon. Jo, also die Krallenaffen, die sind wirklich... Ich hab's auch schon ungefähr 8 bis 12 Mal erwähnt. Das sind keine Gegner, das sind eher Witzbolder als Gegner. Oh, Blaukrallen allerdings. Die haben ein bisschen mehr auf dem Kasten. Das sind gleich 2 von denen sogar. Was es auch nochmal ein bisschen erschweren sollte. Ey, beweg dich nicht so schnell. Meine Güte, sind die nervig. Also ich muss sagen, manchmal habe ich so meine Schwierigkeiten mit der Kameraführung. Autsch. Hey, was war denn das? Was machst du da oben? Alter. Das ist ein Hacker. Das ist ein Hacker. Das hatten wir schon im ersten Teil von Risen. Da hatten wir hackende Gnome. Die haben sich in den Boden eingeglitscht irgendwie. Reingehackt. Underground Hack. Und jetzt geht es hier mit dem Blaukrallen auch los. Was macht denn der da? Alter, komm her. Okay, den hätten wir. Nein, sieht man, dein Chef ist wieder weg. Gut, dann soll die Kralle mal völlig egal sein, die wir da jetzt hätten noch abfarmen können von dem guten alten Blaukrallenaffen-Getier. Hier unten sind noch normale Affen. Krallenaffen. Man hat auch gemerkt, dass die Blaukrallen sich ganz schön geschickt bewegt. Autsch, haben. Das ist mit meinen, jetzt fangen die ja auch damit an. Ich stirb halt. Och man, das kann doch nicht ernst sein. Da muss ich halt so draufschlagen. Meine Güte, wenn die ganze Zeit im Kreis laufen. Ja, so geht's auch. Na gut, was soll's. So, ich bin schon wieder ein bisschen vom Weg abgekommen. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Ich wollte nur mal kurz schauen, was es hier so gibt. Allerdings weiß ich, dass der Turm da oben sein müsste irgendwo. Na, vielleicht weiß ich es auch noch nicht. Doch nicht mehr, meine Güte. Na komm schon. Und da kommt wieder einer. Also, wie kann der schneller zuschlagen als ich? Ich habe die Frechheit, schlechthin. Ja, ich habe ins Gras geschlagen, sehr schön. Das sah richtig schlecht aus. Naja, kann passieren. Okay, Krallen und Zähne bekommen wir jetzt übrigens schon. Das ist nicht mehr nur noch das eine, was wir bekommen, sondern gleich 2 Sachen. Das kommt dadurch, dass wir ein neues Werkzeug gekauft haben. Die Kiefermeißel oder irgend sowas war das in der Richtung? Ja, ne? Ich glaube. So, wo kam ich denn jetzt her? Alter, ich habe völlig die Orientierung verloren. Von hier, oder? Ja. Dann gehen wir doch mal. Moment mal, ich müsste mal eben nach... Falsche Taste, Moment. Jetzt habe ich es. Schwertküste. Der Schatz von Jim, das ist sowieso falsch. Hilfe gegen Crow. Der Bericht des Spähers. Na gut, okay, das bringt mir jetzt auch nichts. Dann gehen wir einfach mal hier lang und hoffen mal, dass wir... Und hoffen vor allem. Ich glaube, das hier ist der Turm, ne? Ja, genau. Also geradeaus und bei der nächsten Kreuzung so halb rechts lang. Also quasi einfach nur geradeaus, nicht links geradeaus, sondern rechts geradeaus, was sehr viel Sinn macht, ne? So halb hier hoch. Genau, da steht aber schon der gute alte Torres, müsste das doch sein. Ja, da hat uns Aquila hieß der, ne? Hey, wer bist du denn? Ein Pirat. Aber keiner von Crows Leuten. Bist wohl auf Schatzsuche, was? Naja, mir soll's recht sein. Lass mich raten, du hast Hunger. Wegen mir kannst du dich eine Weile am Feuer ausruhen. Seh ich dir an. Solange du mir keine Probleme machst. Völlig ausgemergelt. Mann. Was machst du hier? Ich bewach den Turm. Ein Turm? Wir haben weiter oben ein kleines Lager mit einem Turm. Da sitzt ein Molukke, der von der Patrouille aufgegriffen wurde. Warum habt ihr ihn eingesperrt? So lautet der Befehl. Ein paar Tage im Turm und sie werden brav wie die Lämmer. Danach kann man sie zum Arbeiten schicken. Da wir gerade von Arbeit sprechen, willst du dir ein paar Goldstücke verdienen? Logisch, Junge. Ich bin dabei. Was soll ich für dich tun? Ich habe hier eine goldene Statue. Die ist zwar hübsch, aber
kann sie nicht essen. Aber Tito hat was zu essen. Fleisch. Also, bring ihm die Statue und lass dir dafür ein Fleischpaket geben. Und das soll ich dir bringen? So wie es aussieht, werde ich noch eine Weile hier draußen sein. Bis ich mal abgelöst werde, bin ich längst verhungert. Naja, das klingt doch fair. Gib mir die Statue, dann erledige ich deinen Job. Alles klar. Hast du nicht so viel Zeit mit dem Fleischpaket? Ich suche Venturo. Da bist du hier falsch. Du musst noch weiter, bis ins Tempeltal. Alles klar. Noch was. Falls er nicht da ist, er hinterlässt Zeichen, wenn er durch den Dschungel schleicht. Was sind das für Zeichen? Die Speer der Inquisition markieren mit diesen Zeichen ihren Weg. Wenn du weißt, worauf du achten musst, kannst du dieser Spur folgen. Wie sehen diese Zeichen aus? Du wirst sie erkennen, wenn du sie siehst. Wie komme ich ins Tempeltal? Geh zurück zur Kreuzung und nimm den westlichen Pfad. Die erste Abzweigung links ignorierst du und gehst unter der Felsbrücke durch. Jetzt könnte ich mir das merken. Unter der Felsbrücke. Gut. Direkt hinter der Felsbrücke verlässt du den Weg und hältst dich links. Dann kommst du ins Tempeltal. Und mach die Augen auf. Dann siehst du die Zeichen von Venturo. Okay, das soll aber momentan noch nicht unser Ziel sein. Also wir müssen den Venturo eh noch finden. Ich habe euch aber schon mal gezeigt, wo er ist. Ich habe noch nicht gesagt, dass das Venturo ist. Wer sich vielleicht erinnern kann, weiß, was ich meine. So, jetzt gehen wir mal hier hoch. Da oben müsste jetzt der Turm sein. Und da oben müsste ebenfalls ein Gefangener sitzen. Aber auch um den möchte ich mich momentan noch nicht kümmern, sondern ich möchte gern erstmal den Wegpunkt hier freischalten, um den guten alten Torres sein Fleischpaket zu besorgen. So, jetzt haben wir hier nämlich wieder den Schnellreisepunkt, genau. Ich kann, Moment mal. Die Kiste öffnen kann ich. Die kann ich öffnen, jo. Nicht viel drin, aber was soll's. So, da ist ein Gefangener. Ein Gefangener Shaganumbi. Frühe Schlachten. Die Kanonenkugel hatte einen der hartnäckigsten Piratenkapitäne auf den Grund des Meeres geschickt. Danach wurde sie von der Inquisition geborgen und auf jede größere Expedition als Glücksbringer mitgenommen. Das sollte ich mir merken. Die Kanonenkugel, ja. Das sollte wahrscheinlich unser ganzes Schusswaffentalent ein bisschen erhöhen. Die suchen wir dann später nochmal. Ich spreche jetzt mal mit dem guten alten Tahana. Ach, das ist doch gleich der, den ich befreien soll. Kapusheko, Kucho. Kapusheko. Warum bist du eingesperrt? Ich passe nicht auf. Es ist meine eigene Schuld. Tja. Bald bringen sie mich in das Steinlager. Was ist denn überhaupt passiert? Tahana wollte zum Friedhof der Shaganumbi, aber Blauröcke waren schneller. Was wolltest du denn auf dem Friedhof? Kikichani wollte, dass ich das Shaganumbi-Idol dorthin bringe. Aber ich habe es weggeworfen, als die Blauröcke kamen. Ich muss es finden, Kucho. Hey, Chani schickt mich. Ich will dich befreien. Chani, das ist gut. Also, irgendwelche Vorschläge, wie ich dich hier rauskriege? Der Schlüssel. Die Wache hat ihn fallen lassen. Hier im Hof. Ich geh mal suchen. Okay. Der sollte eigentlich gar nicht so schwer zu finden sein. Der befindet sich, glaube ich, irgendwo unter so einer Treppe, oder? Wo klettern? Nee, möchte ich nicht. Oder irgendwo am Rand. Ah, hier ist er. Okay. Ja, aber wie gesagt, das ist momentan noch nicht mein Anliegen. Ich würde gerne nochmal zurück in die Hafenstadt und dort das angesprochene Idol beim Metzger. Wie ist er denn gleich nochmal? Kann sich noch einer erinnern? Tito hieß er. Genau, beim Fleischer. Gegen ein Fleischpaket eintauschen. Wenn ich mich geschickt anstelle, kann ich, glaube ich, mehr als ein Fleischpaket rausholen. Oder allgemein mehr rausholen. Mal sehen. Ich habe hier eine interessante Statue. Du hast wohl Beute bei den Molukken gemacht, was? Zeig doch mal her. Was gibst du mir dafür? Schwer zu sagen. Mach mal ein Angebot. Ich brauche ja im Prinzip nur ein Fleischpaket, ne? Was kosten die denn eigentlich? Ich würde sagen, das hier würde mir gefallen. Ein Fleischpaket und 100 Goldstücke. Ich will ein Fleischpaket und 100 Goldstücke. Ja, ich will auch so machen, aber ich kriege es nicht. Jetzt stell dich so an. Du willst zu viel. Also gut, als Zeichen meines guten Willens biete ich dir 50 Goldstücke und ein Fleischpaket. Ja, damit kann ich leben. Gut, dann gib mir das Paket und 50 Goldstücke. Einverstanden. Wenn du wieder mal was brauchst, komm ruhig wieder. Sehr schön, okay. Das heißt, jetzt für uns zurück zum Inquisitionsturm mit Torres sprechen und danach werde ich auch schon den guten alten Tahana zu seiner neuen... Ach nee, Moment, ich möchte eigentlich erstmal
Venturo suchen. Okay, das heißt, ich werde erstmal Venturo suchen und dann später mich erst um Tahana kümmern. Das geht jetzt schon alles so ein bisschen in die Richtung, wo man sich dann für eine Gemeinschaft entscheiden muss. Aber hier, ich versuche mal. Fleischpaket. Alles klar. Moment. Danke, Mann. Da läuft mir ja jetzt schon das Wasser im Mund zusammen. Rippchen, Würste und Steaks. Ja, klingt geil. Hier, ich wieg dir das Fleisch mit Gold auf. 200 Gold, nicht schlecht. Was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Achso, genau. Und ich versuche erstmal möglichst neutral an die Sachen ranzugehen. Die meisten Quests zumindest ein bisschen anzufangen. Ne? Also so mal zu zeigen, was man machen muss, um halt bei den einen oder anderen Lager dann aufgenommen zu werden. Ich werde dann auf jeden Fall bei der Inquisition anfangen. Und oh, eine Höhle. Eine Höhle. Ah, ne, jetzt nicht. Später. Oder? Ach Mann, ich kann bei Höhlen einfach nicht widerstehen. Ich werde euch zumindest mal zeigen, was es mit dem Quest mit Tahana auf sich hat. Ne? Dass man da wenigstens auch ein bisschen was weiß, was erfährt, was sieht. Genau. Okay, also ab in die Höhle. Ihr wisst ja, Höhlen mag ich. Ich bin gerne in Höhlen. Da gibt es meistens Schätze oder Biester, Bestien, Hilfe. Erz, Geht's da noch weiter? Nee, ach, das ist ja eine lustige Höhle hier. Hier ist ja richtig nichts los. Ja. Erzader, was gibt's denn eigentlich bei Erzadern? Ich weiß es gar nicht. Eisen? Irgendwas in der Richtung? Goldpocken, hä? Das sind Golderzadern, okay. Ja. Gut, das habe ich jetzt nicht bedacht. Hier ist eine Kiste, die wir noch öffnen können. Die nehmen wir natürlich gerne mit hier und wie immer einfach nur hinher. Fertig, offen. Zack, raus damit. Eisenring, aha, was ist denn das? Wurfwaffen und Klingenfest. Brauche ich eh nicht. Ich habe meinen Meisterschülerring, der mir weiterhin mehr Erfahrung und mehr Ruhm gibt. Und deswegen werde ich die natürlich weiterhin tragen. Okay, das wär's dann wohl schon für die Höhle, ne? Das war ja relativ, naja, relativ sparsam, die Beute hier. Relativ gering gehalten. Dann werde ich mich mal weiter auf die Suche nach Venturo machen. Also der Torres meinte auf jeden Fall, dass wir im Wald Zeichen finden, im Dschungel, die uns helfen könnten, den guten alten Venturo aufzuspüren. Na, mal sehen, ob ich das finden kann oder ob ich da einfach mal blindlings vorbeirenne. Kann ich das denn eigentlich auf meiner Questkarte irgendwie markieren? Mal sehen. Da ist so eine Markierung. Also könnte ich jetzt erstmal dahin gehen durch den... Ah, das meinte der vorhin, ne? Wieso gehe ich denn eigentlich in die Richtung? Ich müsste eigentlich nach da und dann da durch und dann... Gut. Das schauen wir uns mal an. Ich bin jetzt scheinbar in die falsche Richtung gelaufen. Ich weiß aber nicht so recht, warum. Ja, so passt. Dann nach rechts vorne und dann durch den Felsbogen durch. Das wurde mir ja von Torres auch erzählt, dass ich durch diesen Felsbogen durch muss, um dann ins Tempeltal zu kommen. Im Tempeltal sollte ich mich allerdings noch nicht zu weit vorwagen, denn da warten dann auch die entsprechenden Piraten und weitere Gegner auf mich. Möglicherweise sollten auch welche von den Chakanumbis sein, ne? Die haben sich ja mit Crow verbündet. Da ist wieder mal ein Jaguar. Ihr wisst, Jaguar sind ziemlich schwierige Gegner. Da muss man ein bisschen aufpassen. Vor allem, wenn die auf einen zurennen. Ah, genau, das sollte nicht passieren. Ah, okay. Eigentlich habe ich gehofft, ich kann den noch eine Kugel reinjagen, bevor der mich anfällt. Aua, Alter, das stelle ich mich aber auch an. Das kann doch nicht der Ernst sein. Wie kann man das verfehlen? Komm schon. Und ausweichen. Und jetzt habe ich ihn auch eigentlich mal getroffen. Jawohl, jetzt habe ich das Timing raus, okay. Autsch. Ich hasse diese Teile. Mann. Ohne meinem Grog wäre es jetzt schon fast gewesen. Und Feuer. Ach, komm schon. Ist das übel? Vor allem rennt er immer weg und stürzt sich dann wieder öffentlich drauf. Na, das war so ein bisschen laut, aber ich habe auch keinen Bock hier drauf zu gehen. Nur weil der Jaguar sich nicht zusammenreißen kann. Alter, das ist doch nicht normal. Ich komme überhaupt nicht gegen den an. Kann ich dem meinen Stiefel reinhauen? Jawohl, das passt. So ein guter alter Stiefeltritt, der hat schon immer Wunder gewirkt, ne? Gut, jetzt habe ich mich... Was ist denn das? Ach, ein Dunkeldürer. Ich habe mich jetzt auf jeden Fall... Muss ich in die Richtung? Ein bisschen vertan? Muss ich, ja, okay, es stimmt. Uiuiui, also so, solche Probleme hatte ich mit den Jaguaren bis jetzt noch nicht, aber so soll das eigentlich sein. So kämpfen die Jaguare, so hatte ich es auch in Erinnerung. Das tritt dir nochmal ins Gesicht, Mann. Wird schon. Na komm. Nur noch ein Hit. Jawohl. Puh, okay, ja, es ist alles andere als leicht, was wir hier zu tun haben.
Ich stelle mich manchmal auch ein bisschen beschissen an, aber wir kommen zumindest langsam immer weiter in die Richtung der Zeichen, die Venturo hinterlassen haben soll. Okay, das soll es für heute gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, empfehlt mich weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.